Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD- und Blu-ray-Kritiken. Zum Abschluss der Woche wollen wir uns mal einem Filmgedicht widmen. Eines, das so gut ist, dass es 10 Jahre später ein nicht ganz so gutes US-Remake mit Meg Ryan und Nicolas Cage gab. Die Rede ist natürlich vom Himmel über Berlin. Der Engel Damiel durchwandert schon seit Jahrzehnten die Straßen und Plätze der wilden Stadt Berlin. Doch so sehr er sich auch an der Rolle des stillen Beobachters und des Geleitenden der Toten ins Jenseits erfreut, er möchte eigentlich so gerne Teil der Menschen werden. Wir als Beobachter begleiten den Beobachter Damiel und seinen Engelsfreund Castiel in den letzten Tagen als Engel und den ersten Tagen als Mensch. Performance. Bruno Ganz und Otto Sander spielen die Hauptrollen als Engel. Ihr Schauspiel ist meist ruhig, ebenso wie man es sich von einem jahrzehntelang Beobachter auch denkt. So viel Kraft und Ausdruck kommt wiederum auch von ihren Stimmen. Der Himmel über Berlin wäre so ein typischer Film, bei dem man das Bild ausmachen kann, einfach nur den Film als Hörbuch genießt. Doch dann verpasst man eine ganz große Besonderheit des Films. Besonderes. Denn der Film ist aus der Sicht der Engel in Schwarz-Weiß gedreht, aus der Sicht der Menschen wiederum in Farbe. Kameramann war hier der Franzose Henri Alekhine. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Dessen Blütezeit wirklich in der Schwarz-Weiß-Zeit war und auch darin sein Talent liegt. Das Spiel von Licht und Schatten ist sein Metier. Das Ausleuchten des Sets hat manchmal Stunden gebraucht, aber dafür war es dann wirklich perfekt. Als im letzten Drittel des Films, als dann Damiel ein Mensch wurde, da merkt man schon die Schwächen des Altmeisters, dass der Umgang mit Farbe ihm nicht ganz so liegt. Dafür wirken die Schwarz-Weiß-Szenen umso mehr. Die DVD von Arthouse in der Wim Wenders Edition enthält 2 Audiokommentare. Einmal mit Wim Wenders auf Deutsch, das andere Mal mit Wim Wenders und dem Stargast Peter Falk, der auch im Film den Stargast Peter Falk spielt und auch ein kleines Geheimnis in sich birgt, da dann in Englisch. Der englische Audiokommentar hat viele Parallelen zum Deutschen, also reicht es eigentlich, wenn man sich auf einen konzentriert. Und ich weiß nicht, entweder hat während der ganzen Zeit mein Tinnitus verrückt gespielt oder es ist wirklich in der Aufnahme von Wim Wenders ein nerviger Ton währenddessen. Das hat die ganze Sache leider etwas gestört, aber ansonsten ist es wirklich ein sehr schöner und informativer Audiokommentar von Regisseur Wim Wenders. Fazit: Das Filmgedicht ist ein recht spezieller Fall. Es nimmt sich viel Zeit für gefühlt alles und verlangt auch eine gewisse Konzentration vom Zuschauer. Das passt sicher nicht jedem, soll es aber auch nicht. Die Story ist simpel und schnell erzählt. Der Fokus liegt wirklich auf den Dialogen, Monologen. Und eine weitere Besonderheit ist eben auch die Arbeit von Henri Alekhine, der im Alter von fast 80 Jahren diesen Film drehte und der Aussage, mit Licht zu malen, eine schwarz-weiße Bedeutung verleiht. Definitiv kein Film für jeden Kopf, aber ein Film, der im Kopf bleibt. Wem das ruhige Arthouse-Kino liegt, der kann sich Der Himmel über Berlin durchaus mal ansehen. Ihr habt dafür meinen Segen. Und damit geleite ich euch hinaus ins Wochenende. Okay, es gibt noch einen Freitag, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir sehen uns am Montag wieder zur nächsten Review. Wie immer um 12, wie immer hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.